Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sons of the Forest. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr Lieben, es geht weiter. Für die heutige Folge habe ich einiges geplant. Zum einen möchte ich an unserer Basis natürlich weitermachen, da schwerpunktmäßig am Palisadenzaun. Ein bisschen Material habe ich nochmal vorbereitet, mit Kelvin zusammen natürlich wieder, aber langsam werden die Wege echt weit. Da oben liegt noch jede Menge Holz rum, was den Weg hier runter noch gar nicht geschafft hat. Und ja, jetzt ist da oben auf dem Hügel auch schon nichts mehr drauf. Hier in der Richtung waren wir schon ordentlich fleißig. Rüber bis zum Hubschrauber kann man jetzt schon gefühlt fast durchgucken. Hier rum das abschüssige Tal runter ist auch schon nichts mehr. Und zu unseren Nachbarn können wir jetzt auch schon fast gerade rüber gucken. Also langsam werden die Wege halt wirklich weit. Ich hoffe mal, dass mit dem nächsten Update der Holzschlitten reinkommt. Und ihr habt aber auch schon geschrieben, Bäume wachsen nach. Dauert nur so rund 20 bis 30 Ingame-Tage. Hoffen wir mal, weil dann haben wir hier vorhin den ganzen Hügel wieder voll, fast bis an den Weg ran. Das passt dann schon wieder. Aber so haben wir jetzt einmal noch ein bisschen was hier. Dass wir ein ganzes Stück an der Palisade schaffen. Und dann habe ich noch vor, nochmal einen kleinen Ausflug zu machen. Heute. Und zwar einmal darüber zu dem grünen Punkt. Ich meine, da waren wir letzte Folge dann nicht mehr. Gucken wir dann aber vorbei. Und dann würde ich gleich, wenn wir in der Richtung unterwegs sind, einmal hochlaufen zu dem ersten Ausrufezeichen da oben. Denn ich meine, dass wir ganz am Anfang in der ersten Folge irgendwie einen Hinweis bekommen haben, dass das quasi die ersten Punkte sein sollen, die wir mal ansteuern. Und dass das eventuell irgendwie die Signale sind der Überlebenden, also zumindest der Besatzung vom zweiten Hubschrauber. Da schauen wir dann mal. Da bin ich super gespannt drauf. Jetzt machen wir erstmal hier weiter mit unserem Palisadenzaun, dass das endlich mal ein vollständiger Schutz rundherum hier wird. Ich würde sagen, wir machen hier weiter. Und dann müssen wir auch mal gucken jetzt gleich, wie wir dann hier die Türen reinbekommen, weil das Palisadentor funktioniert noch nicht, habt ihr geschrieben. Achso, und hier hinten haben wir jetzt doch mal Feuerholzstapel, weil da habt ihr auch geschrieben zwischendurch schon mal öfter, dass man diese Bretter halt, die wir abteilen, zur Not auch zu Feuerholz machen können. Das kann man wenigstens aufstapeln und behalten. Und da sind ein paar Bretter so geendet als Feuerholzstapel. Sieht einfach auch schick aus, finde ich, neben dem Haus. Wofür wir sie brauchen, weiß ich nicht so direkt. Weil die einfach in die kleinen Lagerfeuer nicht reingehen. Achso ihr Lieben, und was ich sonst noch weitergebaut habe im Haus, habt ihr ja schon so ein bisschen gesehen. Also einmal unsere Lager sind umgezogen von der Mitte hier weg. Und jetzt sauber hier rüber. Und das Einzige, was ich gemacht habe, einmal hier unten halt den Rahmen hingelegt, schon mal für unsere Vorterrasse und oben den Rahmen fertig für das Innere, aber noch nicht mal oben die Halbstützen überall drauf oder die Viertelstützen. Das ist das Einzige, was ich so am Haus weitergemacht habe. Der Rest stand ja alles schon so. Ansonsten habe ich wirklich nur fleißig Material gesammelt und Kelvin natürlich auch. Zwei Frühlingstage haben wir geschwitzt und jetzt gucken wir mal, wie wir damit schaffen. Sieht immer viel aus, aber wir wissen ja schon, so lange reicht es dann leider trotzdem nicht. So. Und da drüben sieht man schon, da ist schon das Nachbarcamp, weil hier auch schon so gut wie keine Bäume mehr im Weg stehen. Alles abgeholzt. Ich hoffe, dass die Bäume nach 20 Tagen nachwachsen, nicht nach 30. Das wäre super. Und der Holzschlitten wäre halt super. Noch ist er nicht im Spiel. Habt ihr geschrieben. Dann hoffen wir mal, dass er mit dem nächsten Update reinkommt. Obwohl der, so wie ich es verstanden habe, von den Entwicklern ursprünglich sogar geplant war, dass der gar nicht hier im Spiel ist, weil wir eben die NPCs haben. Ich glaube, ich will sie, dass wir irgendwohin folgen. Aber wir müssen erstmal gerade arbeiten. Wir machen heute eh noch einen Ausflug. Und das passt schon so. Guck, pass lieber auf, dass niemand hier rumschleicht. Und wenn du jemanden siehst, sag Bescheid. Jetzt ist es ja erstmal wieder schön friedlich, bis ich es wahrscheinlich jetzt einmal angesprochen habe. Dann ist gleich wieder, kommen gleich wieder die ersten Nachbarn vorbei. Obwohl, mal gucken. Wir haben ja jetzt auf unserem letzten Ausflug schon sämtliche Lager hier in der Umgebung, die wir entdeckt haben, einmal ausgeräumt. Vielleicht haben wir auch deswegen jetzt eine ganze Weile Ruhe. Ich hoffe es mal. Das wäre natürlich cool. So. Jetzt die Frage. Also erstmal rundherum habe ich mir schon was überlegt, wie wir das machen, ihr Lieben, weil wir da keine Türen haben. Wir werden gar keine Türen brauchen, um überall aus dem Lager rauszurennen, weil wir werden unsere Palisade dann von oben verteidigen. An bestimmten Punkten. Immer mal wieder. Und zwar will ich hier innen dann nochmal Türme hinterstellen. Also mit nur Abstand von einem. Mal gucken, ob das überhaupt so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Hallo. Ich muss mal hier an meine Holzstapel. Schön, dass du da so gern drauf rumkraxelst. Und zwar, wenn wir jetzt... Nee, kann ich dich hier auch ganz gerade hintersetzen. Das zum Beispiel wäre gut. So. Und jetzt am besten aber zu dem im passenden... Ja, da war es gerade. Moment.
Da. Jetzt haben wir das Maß zu dem rüber. So. Das heißt, jetzt können wir da einen oben reinsetzen. Richtig, richtig. So, jetzt können wir hier draußen die trotzdem anspitzen, hoffe ich doch. Machen wir mal. Dann haben wir da innen halt immer so eine... Also wir ziehen das nicht hinter der ganzen Mauer rum, sondern es kommen halt so kleine Verteidigungsplattformen. Immer genau einen Balken breit, so wie es jetzt ist. Und von da aus können wir auf jeden Fall oben drauf stehen und mit Pfeil und Bogen rüberschießen. Und die können auf die angespitzten Dinger nicht draufkraxeln. Heißt, sie können nur unten davor stehen, auf die Wände einschlagen, während wir von oben stehen und hoffentlich sauber auf die schießen können. So. Das heißt, hier drin, das Ding ist so. Na, Kelvin, hast du Langeweile im Haus? Komm mal her. Kelvin, wir wollen mal kurz gucken. Hier, die Stocklager sind nicht voll, ne? Ne, die sind beide nicht voll. Kelvin! Komm mal her, ich habe was für dich zu tun. Du kannst mal Stöcke sammeln und ruhig mal die Behälter auffüllen, bis die komplett voll sind. Können mal ein paar Stöcke brauchen. Wir wollen noch die kleinen Spikes machen. Wenn ich das ganze Holz da drüben sehe. Was hier noch. Und wenn ich sehe, wie schnell die Lage hier schon wieder länger, obwohl ich sogar noch mal zwei mehr aufgebaut habe. Müssen eh gleich Holz von da drüben holen. So, eins, zwei. Da kommen wir so nicht ran. Und dann hätten wir ja hier. Eigentlich könnten wir es. Ja, nee, es muss schon eine Plattform sein da oben drauf. Nee, wir machen jetzt hier, erhöhen das jetzt hier. Einmal so. Einmal so. Leitern gab es nicht, ne? Ne, Leitern gab es nicht. Das heißt, wir müssen jetzt hier eine Treppe ransetzen. Passt ja, wir haben ja genug Platz nach innen gelassen extra für sowas. So, das heißt... Treppe hier... Achso, hier oben ist wahrscheinlich trotzdem einer zwischen, ne? Oder? Vielleicht auch nicht. Wir probieren es erstmal so. Zack. Alles klar, das wäre dann so eine Verteidigungsplattform. Das passt ja schon ganz gut. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier direkt einfach eine... Ist das die Treppe oder ist das nicht die Treppe, ist jetzt die Frage. Das ist, glaube ich, ein... Ja, das ist... Mal gucken, mal, was ist jetzt was? Das sind Treppenstufen, alles klar. Das sind Treppenstufen. Okay, super. Das passt. Leute, so habe ich mir das vorgestellt. Ich hoffe, dass sie dann von außen da nicht raufhüpfen können. Kann er, legt er die jetzt einfach direkt schon als Treppen hier rein? Ja. Und einmal ganz unten und ganz nach oben aufgeteilt. Eine Stufe fehlt, glaube ich, noch. So, Kelvin sammelt fleißig Stöcke. Oh, das ist so, so, dieses Bausystem ist einfach so launig. Ich hoffe, da kommt auch noch viel Neues rein, dass man noch viel, viel mehr damit rumexperimentieren kann. Dass man auch auf jeden Fall Dachschrägen vernünftig setzen kann. Ein Doppelgiebel kann man vernünftig zumachen, wohl aber nicht so ein, wie wir hier haben. Also hatten, wenn man jetzt, wenn man direkt einen, also einen einfachen Giebel setzt, wo man beide Diagonalen gegenüber setzt, also wenn wir jetzt hier direkt die nächste von der anderen Seite dran wäre, so nach unten hier rüber, dann würde es wohl passen. Guck mal, nach hier oben muss doch immer noch eine Treppenstufe reinpassen und ein Brett ist sonst wohin geflogen jetzt. Okay. Zack. Wo ist denn das Brett aber hingeflogen? Da. Guck mal, Leute. Und dann von hier oben, wenn die hier unten vor dem Zaun stehen... Kann ich ihn hier jetzt noch machen auf R? Ach, die Munition, ich kann die Pfeile wechseln. Alles klar. Munitionswechsel. So, sehr schön. Davon machen wir ein paar an der Palisade. Und dann sieht das doch gar nicht schlecht aus. Okay, ich hole schon mal die nächsten Baumstämme. Die Lager werden doch schon wieder leer hier. Wir müssen doch schon mal ein bisschen schleppen. Kelvin, du musst auch gleich wieder Baumstämme holen. Wir werfen einfach einen ganzen Schwung schon mal wieder runter. Wenn wir denn hier raufkommen. Na komm, hopp. Weil auf die Entfernung vom Weg müsste er die doch eigentlich schon fast holen. Weil die für Stöcke geht er viel, viel weiter weg auf jeden Fall. Guck mal, da war er schon am See da drüben. Das Gefühl für Stöcke rennt er richtig weit. Da kam er mir sogar einmal hier oben entgegen, als ich hier Bäume gestapelt habe. Hier oben, da war er da in dem Stück bei den im Wald unterwegs und hat Stöcke gesammelt. Aber für die Bäume rennt er nur so ungefähr...
20 Meter weit. Eigentlich ziemlich clever von Kelvin, ne? Wahrscheinlich ist das auch Kelvin. Kelvin ist auch wahrscheinlich viel cleverer, als wir denken. Tut nur so. Sache natürlich, für Stöcke renne ich auch 500 Meter weit. Die wiegen ja auch nichts. Aber für so einen Baumstamm ist mein Radius bei 20 Meter beendet. Steppt ihr noch nicht weiter? Sagt er, deswegen trage ich immer nur einen. Kelvin. Jetzt haben wir mit Sicherheit. Natürlich, ne? Warum soll der Baumstamm so... Kelvin! Komm mal hierher. Komm her mit deinen Zweigen. Ich kann das mal hier abgeben. Jetzt rennt er los. Guck mal, wie er losrennt. Kelvin! Ist ja wohl eine Sauerei. Ich rede mit dir. Halt, stehen bleiben. Lass die Stöcke fallen. Wie er sie wegschmeißt. Okay. Was für Stöcke? Ich habe keine Stöcke. Gib das mal her. Oh, meine Taschen sind auch schon voll. Super. Kelvin, dann kommen wir trotzdem mal hier rüber. Was kriegen wir von dir wieder Schönes? Ein paar Heidelbeeren. Vielen Dank. Dankeschön, die esse ich gleich. Weil sie super lecker sind, wenn du die vorbeibringst. Kelvin, wo bist denn du? Da ist er. So, hier auf die Entfernung. Die Lager sind da, da sind die Bau... Das muss er locker, Kelvin. Das kriegst du jetzt hin. Hol die Stämme da weg und... Nein, nicht, die sollst du nicht fallen lassen. Moment, Kelvin, das war mein Fehler. Halt, ich habe mich verschrieben. Nicht bewegen. Er sagt, warte. Kelvin, jetzt rennt er schon wieder los. Nochmal, hol Stämme und hier, Behälter füllen. Jetzt darfst du loslegen. Okay, füllen wir die Lager noch einmal auf mit Kelvin. Wir haben auch Zeit, wir haben trotzdem Zeit, Leute. Wir haben Zeit. Wir machen den Ausflug so oder so. Wir gucken mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwie ganz am Anfang der erste Hinweis war, guck danach. Das ist irgendwie. Das könnten die Signale sein von eventuellen Überlebenden der anderen Hubschrauber. Auch wenn ich zwischendurch ja mal ganz kurz den Gedanken hatte, vielleicht sind es auch die drei Ziele, die wir haben, also die drei Millionäre, aber das passt ja schon gar nicht, weil Virginia hier ja schon rumläuft. Ich glaube, wir helfen am besten von hier unten nochmal ein Stück mit. Das reicht auch schon wieder, was wir hier hingeworfen haben. Wir brauchen unbedingt den Holzschlitten. Oder man bräuchte keine Ahnung. Oder Virginia müsste auch Baumstämme schleppen können. Weil sonst Kelvin alleine macht den Holzschlitten noch nicht so ganz wett. Vor allem braucht er auch schon wieder ziemlich lange jetzt gerade. Ne, Kelvin, wo bist denn du jetzt schon wieder hin? Kelvin geht schon wieder oben. Irgendwo Baumstämme aus dem Wald holen, wo kein Mensch weiß, wo er die herzaubert. Oder bist du jetzt nach Hause? Kelvin, wenn du jetzt hier drin bist, ne? Guckt euch das an! Guckt euch das an! Das gibt's überhaupt nicht! Kelvin! Was? Entschuldigung! Jetzt rennt er wieder ins Feuer, ne? Ne, ich dachte schon. Sag mal. Ist denn mit dir los? Ich hab gesagt, du sollst Baumstämme holen, Kelvin! Baumstämme! Du sollst dich nicht auf einen halben Baumstamm raufsetzen, du sollst die Baumstämme holen. Da draußen liegen ganz viele. Hast du ihn nicht gesehen? Hier müssen wir Baumstämme. Keine Baumstämme gesehen. Überall geguckt, da war nichts. Nur Nebel. Alles neblig da draußen. Kelvin. Ich höre ihn erst schon wieder ins Feuer. Ich höre ihn schon wieder. Ach, Kelvin. Ach, Kelvin. Ich weiß auch nicht. Ob bei dir weiß man, soll man sauer sein oder muss man Mitleid haben? Jetzt komm! Komm jetzt raus aus der Bude. Ich glaube, wir brauchen eine breite, müssen wir eine breitere Tür einbauen. Eine spezielle Kelvin-Tür. Manch einer hat zu Hause eine Hundeklappe oder eine Katzentür. Wir brauchen eine Kelvin-Tür. Kelvin, du nimmst jetzt diese Baumstämme, die hier massenhaft rumliegen, packst sie hier drüben in das Lager, wo sie massenhaft fehlen. Ja. Und du machst einen weiten Bogen um alle Bänke, die dir irgendwo entgegenkommen. Ja. Alles klar. Okay, jetzt weiß er Bescheid. Die waren ihm noch nicht nah genug dran. Deswegen, das sind 27 Meter. Also das ist schon außerhalb der Komfortzone. Fürs Baumstamm tragen. Ah ja. Erstmal wieder drin ins Feuer gelaufen. Ach, Kelvin.
Ist schon gut, dass du hier mit uns abgestürzt bist. So. Okay. Hopp. Nächste Runde. Ein paar nehmen wir noch mit. Die nehmen wir aber jetzt, tragen wir jetzt direkt schon mal rüber und machen weiter an der Palisade. Und da müssen wir mal gucken, wo wir dann unsere Türen einbauen. Trotzdem vielleicht eine in die Richtung raus und eine so in die Richtung zum See raus. Oder eine zum Weg raus und eine zum See raus. Hallo. Zuerst hatte ich ja geplant, die normalen Wände, die wir so da haben, aber das funktioniert nicht. Diese Wände, also eine normale Tür einzubauen, aber das geht irgendwie nicht. Weil das sich nicht kombinieren lässt. Jedenfalls das letzte Mal nicht geklappt. Vielleicht klappt es ja mittlerweile. Es gab ja zwei Hotfixes. Vielleicht haben die ja schon eine Kleinigkeit hieran verändert. Weil sonst kann man jetzt nämlich den Baumstamm nicht mehr längs dazu packen. Das geht leider nicht, dass man das irgendwie kombiniert hier. Dass ich jetzt sage, ich drehe den so rum auf die Höhe und ziehe den raus, bis er passt hier. Aber dann will er das nicht. Dann setzt er wieder so. Dann kriegen wir auch ein Tor gesetzt. Aber da können wir dann, glaube ich, oder vielleicht können wir da dann vielleicht kann man da dann ein Tor einbauen. Jetzt ziehen wir es erstmal nochmal ein Stück weiter runter hier. Und da kommt erst, wenn dann ein Tor, ein Stück weg von unserem Verteidigungstürmchen. So, Kelvin, jetzt läuft das wieder. Dann komm, holen wir gleich den nächsten von hier oben. Was weggeschleppt ist, ist endlich weggeschleppt. Werten sie ganz gut aus. Vor allem können wir auch endlich wieder die ganze Zeit trinken. Und ich habe uns einen ganzen Schwung Pfeile vorbereitet, jetzt wo endlich wieder kleine Steine da sind. Oh, und Pfeile. Vogelhaus. Wir bauen mal ein Vogelhaus. Ja, wir stellen uns jetzt schon mal gleich eins auf. Da steht dann vielleicht erstmal provisorisch da, wo es steht, aber wir stellen erstmal eins auf. Könnten wir wahrscheinlich auch an der Hauswand befestigen, aber wir stellen trotzdem mal, nee, andersrum, das musst du so nehmen. Wir stellen trotzdem mal eins hier auf. Mal hier vorne, oder auf der Terrasse geht noch nicht, dann stellen wir das mal hier vorne. So. Pöp. Da kommt jetzt ein Vogelhaus dran. Vogelhaus. Und da, was waren denn die Vogelhäuser? Weit unten hier. Fallen. Vogelhaus ist doch keine Falle. Oder? Wo waren denn die Vogelhäuser dabei? Waren die hier überhaupt dabei in dem Buch? Oh, da. Ja, da ist eins. Sehr schön. Das machen wir. Können wir das auch irgendwie mittig draufsetzen? Nee, das geht nicht von oben so. Aber gut, dann machen wir das von vorne hier gegen. Das bleibt auf jeden Fall provisorisch erstmal stehen. Das müssen wir später umsetzen. Das gefällt mir jetzt schon so nicht. Sehe ich so schon. Aber erstmal stellen wir das da auf. Okay, dann kriegen wir da auch immer Federn. Kelvin, das sieht gut aus. Die füllen sich ja schon wieder richtig die Lager. Na komm, nehmen wir auch ein bisschen was davon gleich weg, wenn er schon so fleißig ist. So. Wie weit gehen wir denn jetzt noch? Sagen wir mal noch eins, zwei. Noch zwei. Und dann machen wir die Tür. Oder, ja, wir gucken erstmal, was, wie es funktioniert. Wer kommt da? Du bist schon wieder. Alles klar. Dann gucken wir mal, wie es funktioniert. So. Wir müssen ungefähr die gleiche Höhe erwischen. Können wir jetzt auch schon mal gleich so machen. So, die Ausrichtung. Warum erwischen wir den Punkt nicht? Ah! Da war, glaube ich, gerade die weiße Linie. Und vielleicht war zwei auf der Schulter. Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Normase, oder wir waren nicht gerade ausgerichtet. Normase. Zeigt da irgendwann noch was an hier für das Tor. Oder müssen wir doch so ausgerichtet? Ah, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Da passt ja auf jeden Fall keiner zwischendurch. Dann können wir es ja doch so machen. Und dann können wir ja... Kelvin? Kelvin, ich hatte hier vor einer Sekunde einen Baumstamm liegen. Ich hatte zwei auf der Schulter. Hat er uns schon wieder den direkt hier erstmal weggeschnappt, bevor er einen vom Haufen geholt hat, ne? Chef, brauchst du ihn nicht mehr? Dann packe ich ihn wieder zurück ins Lager. So, wenn das jetzt doch geht,
Müssen wir natürlich gucken. Dann. Ja gut, da können sie natürlich rüberkraxeln. Das ist auch wieder blöd, ne? Könnten sie anders aber auch. Da müssen wir es so hoch machen, dass sie nicht rüberkraxeln. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir den hier. Nee, jetzt lässt er mich nämlich hier keinen mehr hochkant hinsetzen, ne? Nee, Leute, das geht so nicht. Vorsicht. Das geht doch. Müssen wir gucken, warum er uns jetzt hier keinen Türrahmen bauen lässt einfach. Warum lässt du uns jetzt hier... Ist das zu abschüssig vielleicht? Oder woran liegt das? Oder willst du uns einfach nur gerade ärgern, das Spiel? Weil hier hat es doch auch super geklappt. Einfach hier hin, ausgerichtet. Zack, schon zeigt er uns die Verbindung an. Zeigt auch zwischendurch ganz viel rote Fläche an, ne? Hm. Okay. Komisch, komisch. Wir machen mal weiter. Calvin, der liegt nicht im Lager. Aber ist schon okay. Warum? Mal gucken, ab wann er uns das wieder machen lässt. Hier auf dem Stück irgendwie gar nicht. Na gut, ist auch nicht schlimm. Wir können ja auch einfach ein paar rausnehmen. Wie weit war denn der Abstand? Ach, jetzt geht's wieder. Okay, jetzt geht's wieder. Das wäre also unser Tor, das wir dann trotzdem nicht oben sichern können, ne? So. Und da könnte man jetzt eine normale Tür runterziehen. Weil eine andere funktioniert ja anscheinend nicht. Also ziehen wir da eine normale Tür rein. Und die könnten wir zumindest aber blockieren, habe ich mir überlegt. Wenn das funktioniert, wenn wir da Baumstümpfe vorsetzen können. Ja, das geht jetzt nicht mehr, ne? Oder geht da jetzt gar nichts mehr? Können wir jetzt auch so anders rüber nicht mehr das verbinden? Weil von unten lässt sich hier kein Baumstamm ranmogeln, sehe ich gerade. Ne? Das geht nicht. Ah, hat er... Ah, nee, nach vorne. Hat er gerade in die Mitte diagonal gezeigt? Nee, hat er nicht. Okay, also das können wir nicht... vernünftig absichern dann eben. Oder können wir jetzt nochmal... Auf welche Entfernung geht das? So. Wäre dann fast das gleiche, aber hätten wir auch ohne den Rahmen bauen können. Ne? Ja, natürlich. Obwohl, es ändert trotzdem nichts. Wir müssen immer außen, irgendwo müssen, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir es, aber nee, irgendwo außen müssen immer ein paar Pfeiler unangespitzt bleiben, Leute. Also immer über den Toren werden wir, haben wir keine Möglichkeit, die Palisade anzuspitzen. Weil egal wie ich das Tor baue, ich kann ja auch keinen Palisadenzaun davor verlaufen lassen. Und in die hier können wir keine Tür reinschlagen. Wir machen das aber so, wie wir es jetzt hier angefangen haben. Wir lassen das, lassen die Tür dann einen nach innen versetzt drin, dass trotzdem so ein Schutzrahmen davor ist noch. Und dahinter kommt dann die Tür. Ich hoffe, wir können einfach so eine lose stehende Wand eine Tür reinmachen, aber ich denke schon, warum nicht? Und vielleicht ziehen wir das hier, aber oben können wir noch welche drauflegen. Dann machen wir es zumindest höher, dass sie eben nicht rüberklettern können. Ja, wir machen es höher. Wir machen es höher, dann können sie nicht rüberklettern. Das müsste gehen. Oder? Mach doch einfach mal so. Dann findest du es raus. Ja. Alles klar. Dann kommen sie da auf jeden Fall nicht so leicht. Das, weil, kann aber mal jetzt noch drei oben drauf schmeißen. So, oder auch das. Ja, noch ein mehr, dann kommen sie nicht mehr rüber, sage ich. Noch ein mehr, dann kommen sie nicht mehr rüber. Da-da-dum, da-da-dum. Das ist so launig. So, da kommt er nicht mehr rüber, sage ich. Du kommst weg. Das wird unsere Tür. Wenn das so geht. Und dann blockieren wir die, wenn das so geht. Und dann müssen sie zumindest erstmal irgendwas einreißen, bevor sie reinkommen dann, wenn die Palisade erstmal steht. Dann müssen sie draußen was kaputt machen. So, und hier können wir doch jetzt eine... ganz normal eine Tür reinmachen. So, den untersten müssen wir stehen lassen, damit es aufgeht, oder? Wie war das? Gucken wir, finden wir raus. Ich krieg nochmal ein Geschenk. Wie schön, vielen Dank. Roms.
Da freut sie sich. Wir freuen uns auch über noch mal ein bisschen Aloe. Sie sagt wieder hier, bitte. Wie gut. Die vertört sich so an. So, kriegen wir da jetzt eine... Oder muss der unterste auch raus? Nee, 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 nee. 1, 2, 3, 4, 5 ist der. 5 ist die Tür hoch. 1. Oh, 1, 2, 3, 4 haben wir nur. Okay, dann ist die Frage, jetzt mal den untersten rausschlagen. Erstmal bleibt es nicht wirklich stehen, würde ich sagen. Ist ja alles auch ziemlich lose. Dann muss oben noch doch noch einer mehr drauf. Vielleicht sollte man es sogar so abstützen. Ja, damit es wenigstens ein bisschen nach Stabilität aussieht irgendwie. Also diese einzelnen Holzstücke, die halben, die würden mal so rausrollen wie nichts. Aber gut, so passt das. Im Spiel jedenfalls. Halt, du bist das falsche Stück Holz. Du auch. Hat sie nicht gerade noch einen großen Stamm geholt, aber nur einen anscheinend. Mhm. So. Und hier noch einer drauf. Dann können wir jetzt den noch rausnehmen. Hopp. Oh, ist das stockfinster, Leute. Wir legen uns jetzt gleich hin. Legen uns sofort hin. Da muss ich nur wissen, ob da eine Tür reingeht. Halber, halber. Wo sind die? Ist jetzt eins von den Brettern? Wo habe ich das andere hingeschmissen? Bist du eins davon? Ja, zwei hatten wir ja schon. Ja, er zeigt an, wir können die Tür reinmachen. Sehr cool. Noch ein Brett haben wir nicht, ne? Nee. Machen wir noch kurz, dann legen wir uns hin, Leute. Wir legen uns hin. Guck mal, eins kann hier rein. Und eins für die Tür. So. Und jetzt will ich mal wissen... Lässt er uns nicht. Ich dachte, wir können hier einfach einen so einen halben oder so ein Viertel hintersetzen, um die Tür zu blockieren. Das geht nicht. Und wenn wir einen losen Baumstamm hinterwerfen, der sich dann jetzt mit unseren Schrägen verkeilt. Also, ne, der muss ja dann von innen irgendwie dahinter gehen. Müssen wir ihn dahinter mogeln. Das passt auch nicht. Nee. Schade, ich gedacht, wir können hier einen halt hochkant hinstellen, aber... Ah, gut, wir könnten hier jetzt noch einen... Das wird... Den können wir so nah ranlegen. Nicht mehr durch jetzt. Das wäre ja nur um zur Not. Also falls wir einen Angriff bemerken. Ach guck mal, lassen wir das gleich liegen. Das Ding. Die eine Stufe. Und stellen an jeder Tür zwei halbe ab. Die verschwinden ja nicht, wenn wir sie so aufstellen. Und wenn ein Angriff kommt. Da sind wir müde. Dann... Versuchen wir so schnell wie möglich noch unsere Türen zu blockieren. Sodass sie nicht reinkommen durch die Türen gemütlich. Und dann können sie halt über den Zaun nicht klettern. Wir schießen von unseren Türmen. Natürlich schon eine Nummer, dann immer gleich zwei Türen zu verriegeln, wenn wir auf beide Seiten haben. Aber egal. Erstmal können wir sie so zumindest überhaupt irgendwie zumachen. Weil noch kann man sie ja nicht abschließen. Kelvin, bist du tot oder schläfst du so? Was? Nichts. Penn weiter. Hier drüben steht auch ein Bett. Da dachte ich, ich finde noch raus, wie die Bank funktioniert. Ist ein bisschen unbequem so. Aber es geht. Muss ich ein bisschen anstrengen mit der Rückenmuskulatur. Aber Kopf vom Baumstamm schleppen habe ich eine ganz gute. Sehr schön. Gehen wir erstmal was frühstücken. Lassen wir ihn pennen. Lass mal ihn pennen. Er braucht seinen Schlaf. So. Wir essen was. Wir lassen ihn jetzt mal wieder zu Hause, wenn wir dann auf unsere Tour gehen. Noch ein bisschen machen wir weiter mit unserem Palisadenzaun. Dann gehen wir mal los.
So, den zweiten Tag gut nutzen. Der Weg ist ja doch ein bisschen weiter. So, einmal das. Zweimal das. Und... ja gut, ein bisschen Klebeband ist noch da. Ein bisschen ist wieder noch da. 1, 2, 3, 4. 1 und 1. Knochenrüstung. Schon mal vorbereiten. Eine und zumindest mal zwei. Das reicht. Als grober erster Schutz für den Ausflug dann gleich. Zweimal das. Achso, wir haben mal das Mutantenleder gefunden. Da sollte ich auch mal gucken, ob die geschrieben. Ich habe letzte Folge nicht geguckt. Ich weiß auch gar nicht, wo da liegt. Das können wir direkt anziehen. Oh, wow, das wusste ich gar nicht. Dann haben wir auch so eine Fleischrüstung. Wir werden zum Fleischmann. Okay. Dann haben wir eine dritte Rüstung. Mal sehen, wie stark die ist. Deswegen habt ihr gesagt, guckt doch mal drauf. Auch auf das Mutantenleder. Also ist ein Mutantenleder direkt eine eigene Rüstung für sich. Das ist natürlich sehr cool. So. Die Rüstung und die halben... die Rüstung, sag ich schon. Die Tür und die halben Stämme lassen wir erstmal so stehen mit unserem erhöhten Tor hier. Das passt schon ganz gut. Jetzt müssen wir gucken, dass wir auf der anderen Seite sauber weitermachen. Pass auf, jetzt lässt er uns hier keinen mehr hochkant. Jetzt haben wir alles gebaut, jetzt kommen wir hier nicht mehr weiter, weil wir uns hier keinen mehr hochkant hinstellen. Lässt vernünftig. Obwohl, da steht ja schon einer. Muss er uns ja eigentlich. Auch gerade ausgerichtet. So, ich höre Schritte. Ich sehe auch jemanden. Kevin! Bleib doch nicht so stumpf stehen, wenn der angestürmt kommt. Mit dem dicken Fuß. Ja, ich hoffe, das tut richtig. Oh. Richtig. Jeiz. Kevin, pass auf da hinten. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Du machst hier nichts kaputt. Außer Kelvin, weil die können wir reparieren. Für kleines Geld. Ich glaube, du hast da was in der Brust. Hey, hat der ein paar Pfeile gefunden. Kelvin, bist du jetzt gerade von allein wieder aufgestanden? Hast du neue Selbstheilungsfähigkeiten, von denen wir nichts wissen? Oder bist du mit der Zeit auch einfach stärker? So, haben wir jetzt unseren anderen Speer noch hingefeuert. Da. Ich höre noch jemanden. Ja, das ist ein Reh. Das war ein Reh. Alles klar. Hast du wenigstens eine Tasche dabei gehabt? Ja, sehr schön. Okay, wir kriegen das erste Mal wieder Besuch, aber es war nur einer. War erstmal nur einer. Was bringst du nochmal mit? Ich glaube, die essen wir lieber. Ich weiß nicht, was das ist. Danke. Brombeeren. Oh, das sind Brombeeren. Ich dachte, das sind diese Heckenbeeren. Und du, für dich ist alles gleich. Aber wir essen die. Super. Vielen Dank. Ja, sein können. Ich glaube, die isst nämlich auch die Kirschen. Ich glaube, Kelvin ist übrigens auch die Kirschen. Das würde einiges erklären. So. Guck mal, wie das... Das ist doch super. Das ist doch super. Da kommen sie nicht rüber. Wir blockieren die Türen dann. Und ich glaube, Zeit ist, wir langsam ein bisschen weiter abbiegen wieder hier. Dass wir die Kurve langsam... Wir müssen langsam mal die Kurve kriegen. Da-da-dam. Da-da-da-da-da-dam. Kelvin, du bist ja direkt nach... Ohne, dass ich was Neues sagen muss, nach dem Aufstehen gehst du los und holst von dir aus. Arbeitest du weiter mit deinem letzten Auftrag, den du hattest? Das ist ja gut. Gar nicht schlecht, das ist einfach so von sich aus. Wir haben ja nichts gesagt. Wir haben ja nichts gesagt. Oder haben wir ihm... Nee, wir haben nicht gesagt, dass er aufhören soll mit Baumstamm schleppen, ne? Nee, wir sind einfach schlafen gegangen. Er hat auch geschlafen. Steht auf und macht weiter. Das finde ich gut. Das finde ich echt gut. Teilweise funktioniert die KI doch schon richtig gut. Und teilweise versagt Kelvin komplett. So, lieben. So gehen wir rum hier. Die spitzen wir noch an und dann ziehen wir los. Ich würde sagen, wir lassen einfach Kelvin. Er ist ja gerade in seinem Element. Vielleicht legen wir ihm noch, bevor wir gehen, noch schnell ein paar Baumstämme dazu. Und dann lassen wir ihn hier mal machen. Obwohl, der kommt dann mit Sicherheit wieder angerannt. Wir sagen ihm am besten einfach, er soll mal doch jetzt eine Pause machen. Oder kommt er auch wieder angerannt? Ne, wir sagen ihm, bleib mal hier. Und dann hoffen wir, dass er mal zu Hause bleibt. Kelvin!
Kelvin, ich bin sehr stolz, dass du weiter Baumstämme holst. Guck mal, du hast jetzt auch tatsächlich alle geholt, weil letzte, das passt ja gerade super. Er setzt sich auch sofort direkt hin. Sehr schön, weil du bleibst nämlich auch zu Hause. Diesmal bleibst du mal wirklich hier. Du bist ja nicht ganz alleine. Weil wir gehen mal los jetzt. Wir haben gegessen, wir haben getrunken, wir haben viele Pfeile, wir haben immer noch 3 Speere. Das ist ganz okay. Pfeile haben wir wie viel jetzt? Und Federn haben wir ja auch, und kleine Steine auch. Und 20 Pfeile. Ich glaube, mehr geht auch gar nicht. Von den Holzpfeilen. Dann gehen wir mal los. Wo rennt Kelvin? Kelvin rennt wieder zum Zelt. Alles klar, bin ich gespannt. Ich meine, hier haben wir letztes Mal nicht mehr geguckt. Ich wollte ja auf dem Bogen noch hier vorbei. Stöcke haben wir nicht voll. Dann nimm mit. Stütz haben wir. Oder die Stock hat er aufgesammelt. Stein ist voll. Halt aber nochmal kleine Steine. Die gehen immer auf den Weg. Sind das die Eichhörnchen, die hier mit so viel Krach rumzappeln? Oder die Rehe flitzen hier auch rum? Oh, 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 oh. Nee, Leute, hier. Hast du mich erschrocken? Und eine Höhle haben wir hier. Eine Höhle haben wir hier. Oh, eine Höhle haben wir hier. Da gehen wir erstmal nicht rein. Da gehen wir jetzt erstmal noch nicht rein. Wir gehen erstmal dann weiter auf unserem Weg hier. Guck mal, wie schön das auch hier aussieht. Mit den ganzen noch relativ jungen Bäumen. Du kommst mit? Finde ich gut. Kommst du mit und Kelvin bleibt zu Hause. Komm, laufen wir ruhig mal ein kleines Stück. Im Grunde können wir direkt den Wegen folgen, ne, wenn wir hier weitergehen. Ja, wir brauchen eigentlich nur auf dem Weg bleiben. Dann kommen wir ja ziemlich genau in die Richtung, aber es dauert natürlich ein bisschen. Ei, pack mal die Karte ein. Hier krabbeln sie rum. Liegt da irgendwas? Nee, da liegt nichts. Gleich liegt da was. Ja, ja, ich habe ihn auch gesehen. Der will schon wieder. Der will schon wieder. Will schon wieder in eine Wade beißen. Sagte. Ja. Fein. So geht das. Zack, Stöcke mitnehmen. Oh, noch einer im Busch. Oh. Kriegen wir die wieder? Ja, ne? Wo ist er hin? Einer ist noch hier. Da hockt er. Mit unseren Pfeilen. Aber... Ach, endlich. Okay, mit Pfeil und Bogen muss jetzt noch ein bisschen üben. Wir haben ja die ganze Zeit Speere benutzt. Aber jetzt gucken wir mal. Weil die Pfeile, wenn da einmal einer verloren geht, ist nicht so schlimm. Warte mal, hast du eigentlich eine Ledertasche dabei? Du nicht, ne? Na gut. Weil. Oh, da kommt noch ein anderer gehüpft. Ja, genau, die mit Zappel natürlich zur Seite. Nee. Das haben wir schon probiert, euch wegkrabbeln zu lassen. Danach, kaum dass die aufstehen, greifen sie gleich wieder an. Oder sie hauen ab und greifen dann kurz danach wieder an. Oh, und ein Fleischmann. Habt ihr hier auch nochmal irgendwo ein Lager? Oh, ja, guck mal, Leute. Waren wir an dem Lager schon gewesen auf unserem Rundgang? Nee, ich glaube nicht, oder? Hier ist auch noch alles heilig. Hier sind wir auf jeden Fall nicht gewesen. Oh, hat er mich erwischt. Ein Fleischmann. Aber nicht an der Brust, da hast du nur Blätter. Oh. Ja, ja. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Ganz ruhig, Virginia. Schaffen wir schon. Da kommt der nächste. Oh. Erwischt. Gib die Pfeile her. Keine Ledertaschen dabei. Hast du noch einen gesehen da? Ja, da ist noch ein Fleischmann. Stehen bleiben. Ah.
alle Pfeile wieder raus. Oh, 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 oh. Da ist irgendwer gerade richtig sauer geworden. Pfeile, 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 Pfeile. Oder es wird gejammert. Oh. Puh. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also noch ein Lager hier drüben. Der nächste. Wo sind noch Pfeile? Hier. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Oh. Haben wir auch erwischt. Hier sind viele unterwegs. Und keiner hat eine Tasche dabei. Wie ärgerlich. Geht aber auch ganz gut mit Pfeil und Bogen. Ich hätte gedacht, dass sie viel, viel mehr von den Pfeilen aushalten. Aber es klappt ganz gut. Wo? Oh. Hast du mich erschrocken? Hast du mich erschrocken? Guck mal, da hängt wieder so einer. Ob wir den irgendwie so befreien können, dass er nicht sauer ist. Obwohl, der gibt auch das Höhlenleder, ne? Das Mutantenleder. Gibt er auch. Vielleicht sollten wir lieber dann ausschalten, solange er da dran hängt. Auch wenn das sehr gemein ist. Aber ich glaube, das macht's... Macht's einfacher, wenn das Vieh erstmal losrennt. Dann haben wir gesehen, wie schnell der ist und wie stark. Wo ist unser Pfeil hier? Keine Ahnung. Mutantenleder. Können wir unsere Rüstung gleich wieder aufmachen? Die hat sogar zwei Schläge ausgehalten. Die Mutantenrüstung. Zieh die gleich wieder an. Yep. Sehr gut. Okay, also noch ein Lager. Gucken wir gleich durch. Nochmal. Ja, davon haben wir genug Zeltplane. Davon geht, können wir nichts mehr mitnehmen. Die können wir, glaube ich... Moment mal, kommt man im ersten Teil nicht diese ganzen Sachen kaputt machen? Die ganzen Elektrosachen? Die Weste können wir nicht mitnehmen. Hier auf jeden Fall hauen wir das Camp wieder kurz und klein hier, ganz klar. Das liegt darum. Kapuzenpullover collected. Haben wir den an oder Moment? Hallo, Virginia, komm mal her. Ich will mal was ausprobieren. Kapuzenpullover. Ob wir haben den... Oder? Moment. Doch, wir haben den... ich glaub, haben wir den jetzt an? Schwer zu sagen mit der... Ich glaube aber nicht, wir hatten vorher auch schon so eine schwarze Kluft hier an, oder? Hätte ich mal öfter runtergeguckt, wie wir aussehen, so. Das kann ich nicht sagen. Wir gucken gleich mal, ob wir den im Inventar haben, ob wir ihr den geben können. Boah, ich hab mich erschrocken. Komm mal, ich hab uns so irgendwie angestürmt. Hier liegt nichts, aber das Zelt wird abgerissen. Ganz klar. Und das auch noch. So, und das natürlich auch noch. Die ganzen Fleischbottiche weg. Das Ding kaputt. Oh, hier das Riesenzelt haben wir noch stehen lassen. Und da steht noch eins. So. Alles klar. Und können wir den alten Fleischthron hier zerhacken? Nee, aber drauf sitzen können wir. Nee, 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 nee. Nicht nochmal. Stinkender Fleischthron. Oh, 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 oh. Da ist die... Der Dicke, der sonst auf dem Thron sitzt. Also, was machst du mit meinem Fleischthron? Wir nehmen erstmal diese paar Speere. Halt die mal kurz für mich. Und dann noch ein paar Pfeile. Au, voll in der Zahnlücke. Geht ganz gut. Wo ist deine Tasche? Oder hast du keine? Ne, der hat auch keine. Alles klar, ein weiteres Kannibalenlager erfolgreich vernichtet, würde ich mal sagen. Verwüstet. Das auch noch weg hier mit euren ollen Totems. Sehr schön. Virginia, ich hoffe, dir geht's immer noch gut. Wir gucken weiter. Hier hoch müssen wir. Bleiben wir auf dem Weg.
Jetzt haben wir 4 oder 5 Kannibalen. Da bist du. Sehr schön, dir geht's gut. 4 oder 5 Kannibalen lagern unserer näheren oder weiteren Umgebung. Mal sehen, wie viel Ruhe das sorgt. Bis jetzt war es ja den ganzen Tag auf unserer Baustelle recht ruhig. Was ist das da vorne? Ist das ein Felsen? Ja, ist nur ein Felsen, ne? Nee, ist doch ein Zelt. Das sind Zelte. Hier stehen Zelte rum. Okay, ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, mal die an den Wegen zu laufen. Guck mal, Leute. Ach nee, ich wollte sagen, da ist ein Punkt auf der Karte. Nee, das ist ein See. Alles klar. Okay, so weit sind wir gar nicht mehr weg hier. Da liegt einer drin. Der sieht aber nicht gesund aus. Ich glaube, der ist auch nicht mehr so gesund. Können wir hier was trinken an diesem... Ja, können wir. Das reicht uns schon. Prost. Weiter geht's. Da vorne ist einer unterwegs auf dem Weg. Guck mal, das wird doch immer lauter, das Piepen hier, desto näher wir hier rankommen. Wie gut ist das? Das sind mit Sicherheit die Mannschaft aus dem anderen Hubschrauber. Nehmen wir mal mit. Chicorée. Nimm mit. Leute, wir sind genau dran. Guck mal, wie das... Hallo, guck mal, wie das durchdreht, das Signal. Wir müssen stehen eigentlich genau drauf. Da ist was. Da ist was. Hier. Oh. Mach mal das Signal aus. Das Piepsen. Ah, Uransbacke. Hier ist ein Grab. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas machen können. Noch nicht, glaube ich, dass wir hier nichts machen können, würde ich fast behaupten. Mann, ist der zappelig. Nicht so zum Glück. Wie die im letzten Moment immer noch wegrollen. Die machen wir vielleicht doch lieber mit dem Speer. Ist der gleich umgefallen von dem einen Pfeil? Gib mir meine ganzen Pfeile wieder. Zack, 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 zack. So, wo ist der Zappel, ne? Nee, es sieht nicht so aus, wenn wir hier irgendwas machen können. Und hier hängt auch nichts, hier liegt auch nichts. Müssten wir den wieder ausbuddeln dann? Ei! Schicke Sache. So. Nee. Ups. Wirklich keine Fallen. Mir geht auch immer ein paar kaputt. Ne? Wir kriegen nicht immer alle wieder. Aber so viel habe ich heute noch nicht verschossen. Liegen bleiben. Noch einer angeflitzt hier. Das ist auch mal übel. So. Zeig mal her. Können wir hier irgendwas... Pack mal alles aus der Hand. Nee, wir können hier nichts machen, aber es ist hier. Er zeigt das hier an, Leute. Aber hier ist nichts, außer das halt. Oder... Nee, Leute, ich würde sagen, das ist es. Aber wir können da nichts machen. Er zeigt auch nichts an. Entschuldigung. Nee. Hm. Okay. Vielleicht kann man auch eine Schaufel finden. Könnte ich mir ja jetzt sehr gut vorstellen. Dann. Oder wir brauchen eine. Okay, also hier kriegen wir aber nichts. Dann machen wir uns wieder zurück. Auf dem Weg zu... Oder Moment, war. Wo ist denn das nächste? Zoom mal raus hier. Das ganz da oben. Das ist im Wasser draußen. Und eins da oben. Dann gucken wir jetzt die grünen Punkte nochmal ab. Haben wir eigentlich den weit entfernten letzter mitgenommen? Auch nicht. Und dann gehen wir jetzt nochmal zurück
zu dem grünen Punkt und gehen da dann in die Höhle rein. Mal gucken, was da auf uns war. Da gehen wir nochmal in eine Höhle rein. Weil hier können wir jetzt auf jeden Fall nichts machen, Leute. Ich will jetzt auch nicht... Ist auch nur ein Reh. Was ist, muss, es ist der Punkt hier. Guck mal auf der Karte, wenn wir jetzt ganz nah ranzoomen. Ist genau hier halt. Und hier liegt auch nichts rum, was wir aufheben könnten jetzt hier in der Nähe. Nee, ich schätze, hier müssen wir wirklich was ausbuddeln. Alles klar. Dann, wie gesagt, drehen wir erstmal um. Drehen wir erstmal um. Wir müssen hier wirklich was ausbuddeln. Drehen wir um. Gucken in die Höhle rein. Und machen dann unsere nächsten Ausflüge zu den anderen Punkten. Zu den anderen grünen Punkten. Und auch zu den anderen Ausrufezeichen nach und nach. Guck mal, was da auf uns wartet. Was ist auf... Ja, auf jeden Fall noch nicht großartig, dass es da mit der Story schon viel zu tun gibt. Es ist höchstens ein bisschen was zu entdecken. Wo man vielleicht ein bisschen was finden kann. Oder schon mal so wie hier ein kleines Rätsel, wo wir dann wissen, dass wir vielleicht später wiederkommen müssen. Was ich auch schon sehr, sehr cool finde. Mann, ist hier was los. Mann, ist hier was los. Hat sich aber schon wieder super gelohnt, unser Ausflug. Allein für das Kannibalenlager, was wir nochmal gefunden haben. Schon wieder ordentlich Seide gefunden, ein bisschen Klebeband. Noch mehr Vorräte, sowieso sind immer gut. Oh, was haben wir hier? Eine Schildkröte! Schildkröte! Hallo? Ja, nee, jetzt. Auf den letzten Meter noch abgehauen. Hast du das gesehen? Sauerei. Wir ziehen weiter. Und wir ziehen aber in der nächsten Folge weiter. Wir müssen zum Ende kommen, wenn ich so auf die Uhr gucke. Sind schon wieder ein Stündchen fast unterwegs. Ich würde sagen, das reicht. Für so eine... Wie wir wieder auf dieser schönen Lichtung. Wo letztes Mal im Winter angekommen sind. Müssen wir also dahin zurück. Ich würde sagen, das reicht. Erstmal wieder für eine Folge, ihr Lieben. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.